Servus Leute, ich dachte mir, ich mache mal ein EDC-Video von Thailand hier. Ja, ich will euch mal zeigen, was ich hier täglich so mit mir rumtrage. Kurz vorab noch wegen den Nebengeräuschen. Da unten befindet sich ein Schwimmbad. Da ist eine Gruppe Kinder etwas beim Planschen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, diese geniale EDC-Tasche, die werden die meisten schon kennen, die meinen Kanal etwas verfolgen. Die ist wirklich super praktisch. Ja, es geht ja jetzt nur um den Inhalt mal. Es kommt hier zum Vorschein, ja, so einen schönen buddhistischen Anhänger. Den habe ich in einem Shop geschenkt bekommen. Eine leere Tüte. Was ist hier noch? Ja, ein Feuerstahl. Ja, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Habe ich noch nie benötigt hier in Thailand, aber den habe ich einfach gerne dabei. Moment kurz. So, ja, einen ganz gewöhnlichen Kugelschreiber. Mein DC3 Schärfstein. Einen Reserveakku für meine Taschenlampe. Das war es bei diesem Fach. Im nächsten ist drin ja, so eine kleine Box mit ein paar Pflaster drin. Ja, das war mal so ein Werbegeschenk bei Wahlen hier in Österreich. Einen Wohnungsschlüssel von zu Hause. Ja, das habe ich auch geschenkt bekommen hier. Ein Glücksarmband. So, im nächsten ist drin. Ja, da ist meine Taschenlampe drin, die TrueNight TN12 ist ja auch täglich im Einsatz. Ja. Einfach ein geniales Teil, genauso wie ich es gerne habe, bei ja, Produkten. Robust, einfach und eine super Qualität. Ja, es macht einfach einen klasse Job. So, und das Stirnband für die Taschenlampe, wenn ich sie mal als Stirnlampe verwenden möchte. Ja, könnte mal praktisch sein. Ja, Schlüssel für ein Schloss von einer Reisetasche von uns. Und ein Geschenk von der Mutter von Neu für mich. So, das war es bei diesen Fronttaschen. Hier auf der Seite ist drin ja, ein Tactical Pen. Hier, ihr seht schon, da ist mein Broken Skull von Cold Steel drin. Ja, es ist ein Schneidteufel, aber ein super robuster Schneidteufel eben. Ja, ist ja auch fast täglich im Einsatz, hauptsächlich beim Gemüseschneiden. Ja, das Messer habe ich jetzt hier verstaut. Ja, in der Hosentasche stört es mich trotzdem manchmal oder am Hosenbund, wie ich es manchmal getragen habe. Das ist jetzt hier auf der Rückseite von der Tasche. Wenn ich sie so trage, sieht man das Messer kaum. Ja. Das ist für mich jetzt fast ja, der beste EDC-Folder. So. Also, jetzt kommen wir mal zum Hauptfach.
Ja, meine Maxpedition Geldbörse, da sind jetzt nur meine Karten drin und etwas Bargeld. Zum Bezahlen hier in Thailand verwende ich eine ganz gewöhnliche kleine Geldbörse, die habe ich hier günstig gekauft. Das finde ich viel praktischer und ja auch irgendwie sicherer, wenn man zwei Geldbörsen hat. Hier die wichtigen Karten eben, wie gesagt, und hier nur die Geldbörse zum Bezahlen. Ah ja, das gehört jetzt nicht zum EDC, waren wir vorher einkaufen. Ja, mein Feldkniffen F1, sie ist ja auch reingewandert. Ja, mir gefällt es einfach, das F1 dabei zu haben. So, Fokus. Ja, egal, ihr kennt das ja. Ja, Messer, die man viel verwendet, die lernt man immer mehr zu schätzen und das ist jetzt auch noch mehr beim F1 geworden. Ich liebe dieses Messer. Ja, und mit der Kombi mit der Kydex-Scheide hat das Messer hier super Platz. Ja, es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, wenn ich es dabei habe und das, ja, stört nicht weiter, braucht nicht viel Platz. Ja, eine Rolle Tape kann man immer mal gebrauchen. Ein Ladekabel für mein Smartphone. Schlüsselbund von zu Hause. Ja, das war es schon bei diesem Hauptfach. Auf der Rückseite meinen Reisepass. Abziehleder. Ja, eine Visitenkarte von Hotel in Phetchabun. Das wandert jetzt dann aus der Tasche raus. Ja, das wandert auch raus. Ja, wenn ihr das vorige Video mal gesehen habt, wisst ihr, was für Teile das sind von meinem Smartphone. Und noch ein paar Pflaster. Ja, das war es schon bei dieser EDC-Tasche, eine leere Plastiktüte. Ja, was sonst noch drinnen ist, das ist ein etwas größerer Plastikbeutel, ein stärkerer. Sollte es mal zu regnen beginnen, wandert die Tasche dann in den Plastikbeutel. Das hat sich schon mal in Bangkok bewährt, als es circa eine Stunde ziemlich kräftig geregnet hat. Wir wollten nicht mehr warten. Nahm ich den Plastikbeutel raus, unsere Taschen wanderten rein. Dann konnten wir im Regen zum Hotel spazieren. Ja, und noch so ein Dreieckstuch. Das verwende ich manchmal hier beim Motorrollerfahren, wenn viel Verkehr ist, als Mund- und Nasenschutz. Ja. Aber ansonsten bin ich mit diesem Zeug super zufrieden. Ja. Zu erwähnen vielleicht noch zu diesem genialen Tasmanian Tiger Essential Bag Rucksack. Ja. Ist ja auch, ja, jetzt nicht mehr täglich, aber sehr oft im Einsatz, wenn wir einen größeren Ausflug machen oder so. Wenn wir etwas zum Trinken mitnehmen, dann kommt dieser Rucksack zum Einsatz. Ja. Er zeigt natürlich noch keine Abnutzungserscheinungen. Es ist einfach ein sehr robustes Teil. Ja, genialer Rucksack und eben eine super Größe. Das kurz zu dem. Sonst, ja, das gehört jetzt nicht zum EDC, aber das passt hier zum Video. Das ist dieser, ja, Maxpedition Fatty Organizer. Zum Reisen ist das natürlich sehr praktisch, wenn, ja, ziemlich alles sehr kompakt
gepackt ist und hier ist alles sehr kompakt. In diesem Organizer drin, der Titan Spark, ja, hat sich schon bewährt, mehrmals Feuerzeug, ja, zum Barcode verschweißen. Ja, super praktisch auch zum Reisen vor allem. Okay, jo, das war es dann bei diesem Video. Ja, also, dann sage ich danke für das Zusehen wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.